Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zur Morgengymnastik für Junggebliebene. Ich würde sagen, wir starten auch sofort fit in den Morgen, richten uns auf, Brustbein anheben, natürlich sofort die Körpermitte einmal aktivieren, damit wir stabil auch in den Tag starten können. Und wir beginnen mit einer Mobilisation. Wir bewegen uns zuerst einmal so richtig schön durch. Dazu stehen wir hüftschmal. Brustbein anheben und lassen jetzt die Schultern nach hinten unten kreisen. So richtig locker lassen natürlich. Wichtig ist auch, dass du den Atem fließen lässt. Also bitte nicht die Luft anhalten, sondern immer entspannt weiteratmen und immer so mitmachen, wie du dich wohlfühlst. Es gibt immer kein Gut und Schlecht, es gibt nur deinen Weg. Also wenn was nicht ganz so funktioniert, dann nicht ärgern. Einfach mitmachen. Werde etwas größer, nimm die Ellbogen nach hinten, versuch dein Becken ganz stabil zu halten. Lade immer mehr Gelenke deines Körpers ein, sich mitzubewegen. Jetzt schon die Brustwirbelsäule, Schultern, Schultergürtel, Ellbogen. Werde noch etwas größer und versuch mit deinen Händen um deinen Kopf zu streichen. Also jetzt tu mal so, als wolltest du um deinen Kopf herum streichen, möglichst weit. Klappt? Und auch das Atmen. Jetzt nochmal mit beiden gleichzeitig. Versuch mal beide Hände hier rum zu streichen. Locker. Und dann halte deine Arme hier hinten. Verkreuz deine Finger. Nimm sie hinter den Kopf, wenn es geht. Die Ellbogen sind etwas hier vorne. Hol dir kurz Körperspannung, indem du den Bauch sanft nach innen ziehst. Und jetzt verlagere dein Körpergewicht mal nach rechts und mal nach links. Wenn du jetzt ganz leichten Druck mit dem Kopf in deine Hände ausübst, merkst du vielleicht, dass du dich weiter aufrichtest. Ganz leicht Druck ausüben. Wenn das nicht geht, dann nimm einfach die Fingerspitzen an deinen Kopf. Also immer schauen, wie es geht. Wenn wir jetzt verlagern, dann merkst du bestimmt auch, dass dein Gleichgewicht auf der einen Seite vielleicht besser ist wie auf der anderen. Du kannst auch langsamer werden. Halte jetzt auf einer Seite, versuch zu halten, Balance finden, Kopf drückt ganz leicht in die Hände und jetzt zeichnest du mit deinem rechten Fuß einen Kreis neben dir, möglichst groß, linkes Knie beugen, wackelt, noch einer und wieder zurückkommen, gleich zur anderen Seite, Knie beugen und einen großen Kreis, immer wieder schauen, dass du in Richtung Decke wachsen kannst. Und komm ganz langsam wieder zurück. Einmal die Arme lösen, Schultern lockern, Hände einstützen in die Hüfte. Und jetzt beginnst du mit deiner Hüfte zu kreisen. Auch hier wieder locker. Richtungswechsel.
Es kann sich auch etwas eckig anfühlen in die eine Richtung, macht nichts. Und wieder zur Mitte zurückkommen, entspannen, Beine auslockern, schütteln. Bleib ruhig breit stehen erst, nimm deine Arme jetzt weit nach rechts oben. Stell dir vor, du möchtest irgendetwas vom Schrank nach unten holen und du transportierst das irgendetwas jetzt links neben deinen Körper. Entweder neben den Oberschenkel oder neben den Unterschenkelknie. Wichtig ist, dass die Knie nicht mitdrehen, dass die zu mir nach vorne schauen. Komm nochmal hoch, weit aufrichten, weit strecken und tief. Es kann hier enden, Rücken gerade oder tiefer gehen. Mach's ruhig langsam und konzentriert. Und mal wieder zurückkommen, kurz nachspüren. Wie fühlst du dich jetzt? Einseitig wahrscheinlich, auch gleich die andere Seite. Weit nach oben und weit nach unten, Knie schauen zu mir. Auch Beinkraft, je tiefer du gehst, natürlich umso intensiver, aber man darf ja auch so ein bisschen was spüren. Und wieder lösen, entspannen, locker lassen. Roll deine Füße ab jetzt von der Fußspitze auf die Ferse, mal ganz bewusst so richtig wegdrücken, Fußgelenke bewegen. Die müssen auch beweglich sein im Alltag, also mal ganz bewusst wegdrücken, Vorderfuß nach vorne schieben. Und das versuchst du jetzt nochmal mit beiden Fersen tief und nur die Fersen beide gleichzeitig hochheben und wieder runter, hoch. Und runter, Fersen heben, auch gerne in deinem Tempo. Was wir jetzt aktivieren, sind unsere Waden, die Venen pumpen, die das Blut zurück in den Körperkreislauf schicken. Kurz mal oben halten und sehr gut, wieder langsam runterkommen und gehen am Platz. Von der Fußspitze auf die Ferse abrollen, wegdrücken die Füße, Arme gegen gleich mitschwingen. Jetzt nochmal aufrichten. Dann machen wir das Ganze dreimal. Eins, zwei, halten, oben, stopp, 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 stopp. Gut. Und eins, zwei, halten. Und eins, zwei, und halten. Genau. Gleichgewicht. Dreh dich jetzt gerne etwas weiter. So irritieren wir unseren Gleichgewichtssinn im Innenohr. Wenn du auch deinen Kopf noch mal weiter drehst.
musst ja das Knie nicht so hochheben. Immer so, wie es für dich geht. Halte dann rechts. Ich mache spiegelverkehrt. Bleib da. Schau zu mir nach vorne wieder und tipp den Fuß jetzt zurück. Ich mache es jetzt ein bisschen seitlich zu dir mit. Schau mal, dass du weit nach hinten tippst und deinen Oberkörper nach vorne nimmst. Becken parallel zum Boden ausrichten. Deine Arme ganz weit seitlich abspreizen. Die Schulterblätter richtig hinten zusammenziehen. Die Finger spreizen und jetzt kommt dein rechtes Bein, tipp dran und wieder nach hinten. Schau mal, dass du hier ganz ruhig bleibst. Schulterblätter zusammenziehen. Zweimal, spür die Beinkraft im Standbein und halte hier. Vielleicht abheben, halten, 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 halten. Und wieder zurückkommen. Entspannen, auslockern. Sehr gut, jetzt gehen wir wieder am Platz und versuchen dann wieder dreimal. Also eins, zwei und halten. Eins, zwei und halten. Oberkörper und Kopf in die Rotation mitnehmen. Eins, zwei, halten. Sehr gut. Andere Seite halten, stopp. Bleib hier, bleib hier, bleib hier. Tippe nach hinten, ich komme wieder so ein bisschen seitlich zu dir. Becken parallel zum Boden, Arme zur Seite. Schulterblätter küssen sich, spreiz die Finger, zieh deine Arme so richtig nach außen weg, Becken parallel zum Boden und ran und weg. Standknie ganz ruhig lassen. Halte hinten, vielleicht sogar Bein abheben, Balance suchen, muss nicht, kann. Und aufrichten, entspannen, Po auslockern, in eine Grätsche kommen. Und jetzt kreist du oder zeichnest mit beiden Armen in eine liegende Acht. Beugst dazu dein rechtes und linkes Knie. Locker, ganz locker bewegen. Knie Richtung Fußspitzen. Wirklich nach außen schieben. Komm mehr zur Mitte jetzt, lass die Knie in der Mitte und werde hier kleiner. Liegende Achter. Fass ruhig die Hände und zeichne nochmal die liegende Acht. Noch schneller, noch schneller, noch schneller. Ganz kleine. Kannst auch die Hände geöffnet lassen. Spürst die Kraft in der Mitte. 7, 6, 5, 4, 3, 2, halte, ablegen, aufstützen, Rücken nach vorne und jetzt stütz dich wirklich bequem ab und mach deinen Rücken ganz rund. Mach ihn gerade, schau nach, zu mir nach vorne, nochmal rund werden, gerade. Wenn du ihn jetzt gerade hast, deinen Rücken, dann lass ihn hier ganz gerade, Schultern zurückziehen, Bauchspannung holen und deine Arme vorne schließen. Und jetzt öffnest du deine Arme, Daumen zeigen nach oben zur Decke,
Und deine kleinen Finger gehen zueinander. Mach mal auf und zu. Oberer Rücken. Darf man auch ein bisschen den Rücken spüren, wenn es zu viel wird? Mach Pausen. Bauchnabel sanft nach innen ziehen, das Wort Ich mal sagen. Halte oben, bleib da. Halten, 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 halten. Genauso aufrichten. Ach, sehr gut. Löse auf, locker die Arme und mach einen lockeren Schritt nach rechts. Nach links, nach rechts, nach links, bisschen durchlockern. Schritt, tap, Schritt, tap, Schritt, tap. Genau, in deinem Rhythmus. Versuchen wir zwei Schritte nach rechts. Einer, zwei, tap. Einer, zwei, tap. Eine. Gut. Deine Arme. Versuch rück, rechten Arm und linken Arm mitzukreisen. Hinter. Hinter, hinter, hinter. Rhythmisierungsfähigkeit ist ganz wichtig, eine wichtige koordinative Eigenschaft. Kann ja auch dein eigener Rhythmus sein, sollte nur eine fließende Bewegung werden. Möglichst nicht abgehackt, sondern ganz fließend. Von links nach rechts. Und wenn es nicht klappt, ist es egal. Und jetzt dann nur einen Schritt. Einmal hin und her und hin und her. Gut. Arme gehen weiter, bleiben in der Mitte stehen, hin und her. Hüftschmal ungefähr wieder, kannst auch etwas breiter stehen, dann steht man sicherer. Auch nur weiter. Bleib dann mit den Armen tief, zieh deine Daumen nach außen, Schultern zurück. Und ein Bein stellst du jetzt nach hinten, das andere Bein vorne beugen, streck das Knie und schieb die Hüfte nach vorne. Spür die Dehnung in der Wade, beide Fußspitzen in eine Richtung. Dann löst du auf. Kommst zur anderen Seite, anderes Bein zurück, vorne beugen, hinten strecken, die Ferse schiebt tief, Brustbein nach vorne. Knie strecken hinten. Dann wieder auflösen, entspannen, Schultern lösen, einatmen, lang werden. Jetzt kommt noch mal ein Test. Atme aus, mach dich gefasst. Ein lang und jetzt ziehst du dich auf deine Fußspitzen und hältst dich oben. Versuch dich zu halten. Sehr gut, komm wieder tief, geklappt. Runter, Arme zurück, lösen,
noch einmal einatmen und jetzt streck und räkel dich in alle Richtungen, wo auch immer du jetzt Lust hast, dich hin zu bewegen, zu strecken, zu räkeln. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und ich hoffe, du fühlst dich wohl jetzt. Schüttel dich aus und schüttel ruhig auch die Beine aus. Vielleicht hat dir die eine oder andere Übung ganz besonders gut getan. Dieses Schütteln und Rütteln kannst du auch mal in den Alltag einbauen. Also wenn du heute ab und zu an mich denkst am Tag, dann mach ruhig Schultern kreisen oder stell dich auf die Fußspitzen, was auch immer. Kannst dich nochmal durchrütteln. Alle Rezeptoren aktivieren. Einatmen, Schultern hoch. Ausatmen, senken. Und noch einmal ein. Und ausatmen, ganz bewusst nach hinten, unten ziehen, entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Wie gesagt, ich hoffe, du fühlst dich wohl. Ich freue mich immer über Rückmeldung, Kommentar von dir, sehr gerne. Ich lese alles, wenn ich es nicht schaffe, alle zu beantworten, nicht böse sein. Ich lese wirklich alles. Wenn du Lust hast, abonniere meinen Kanal. Das kannst du bei dem Abo-Button machen und dann drück die graue Glocke und auf alle. Dann bekommst du mit, wenn ich wieder ein neues Video auf YouTube stelle. Es gibt übrigens auch eine Playlist, zum Beispiel Morgengymnastik auf meinem Kanal. Es gibt auch eine Playlist, also mit allen Videos geordnet, in Senioren oder Wirbelsäule oder Bauch, Beine, Po. Also schau einfach mal auf meinen Kanal, da findest du dich vielleicht noch besser zurecht. Und wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, Dankeschön. Der Link ist auch unter dem Video. Der nennt sich Steady, deine Unterstützung. Da kannst du mit 2,50 Euro im Monat zum Beispiel meine Arbeit wertschätzen. Vielen Dank. Oder ganz einfach, bis zu unserem nächsten gemeinsamen Training.